Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Undead Legacy. Das ist eine Mod von 7 Days to Die. Und wir sehen, ich bin bei Tag 37, weil ich die Zeit sehr langsam stehen habe, beziehungsweise 3 Stunden pro Tag. Es geht mir eigentlich hier weniger um die Blutmondnächte, es geht mir eigentlich mehr um Bauen und so weiter. Halt alles versuchen hier zu erforschen und ja, ihr wisst schon. Dafür habe ich aber diese Wanderhorden, die hier so kommen, relativ hochgestellt. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Da kann es passieren, dass da mehr los ist als eine Blutmondnacht. Nur halt nicht so oft, ne, und nicht so lang. Wir werden sehen. Mal gucken, was passiert. So, ein bisschen muss ich noch aufräumen. Ich dachte, ich hätte alles weggeräumt. Habe ich aber nicht. So, mein Ziel ist jetzt, diese Mission zu machen. Da oben, die ist sehr weit weg und ist im Wüstengebiet. Und ja, das machen wir jetzt gleich. Da gehen wir auf die große Fahrt. Und habe ich noch Chemie? Plastik habe ich auch in der Chemie drin. Genau, müssen wir gleich dran denken, dass wir Sprit mitnehmen. Brauchen wir jede Menge. Es ist nämlich sehr weit. So, das ist noch ein Rad. Fahrzeugmechanik. So. Okay. Was haben wir noch? Futter. Jede Menge Futter. Na? Ah ja, okay. Ich habe gesehen. Ein bisschen Geld nehmen wir auch mit und ich habe noch einen guten Kühlschrank hier. Oh, den würde ich gerne aufstellen. Ist das auch einer von den hohen oder? Nee, ne? Nee, der wird da reinpassen. Da würde ich nämlich sagen, hier ist leer. Und hier ist auch leer. Oh. Die ist kaputt. Schade. Naja, gut. Hat eh nichts zu sagen. Aber die kommt jetzt hier rein. Und nach werden wir das hier umräumen. Und wenn ich noch so einen schönen finde, werde ich den auch mitnehmen. Abfallpresse weiß ich noch nicht. Das hier kommt auch irgendwann hier weg. Ich habe ja vor, irgendwann hier auch einen Wohnbereich irgendwo zu etablieren. Vielleicht hier unten irgendwo und mal gucken. So, noch einmal kurz zum Auto. Ich war mir jetzt nicht sicher, habe ich das Ding leer oder nicht. Das ist leer, aber komplett leer. Soll ich mal gucken, wo ich denn... Na, die können hier bleiben. Wie sieht es hier aus mit Sprit? Der Sprit ist voll. Muss ich mal ganz kurz gucken. Da... Okay. Da war auch noch einiges drin. Werde ich aber jetzt nicht räumen. Nein, nein, nein. Keine Sorge, keine Sorge. Das vielleicht in Grund. Nee, komm. Ah, jetzt habe ich ihn weggenommen. Kann ich den irgendwo hinhängen? Ich habe noch keinen Platz für sowas, ne? Komm, machen wir wieder zurück. Machen da rein. Das wieder hier rein. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Oh. So, ja, Sprit. Da sind wir stehen geblieben, bevor wir jetzt wieder uns hier verzetteln. Und verzotteln. Einen Schlafsack könnte ich eigentlich auch mitnehmen, wenn ich da unten bleiben will. Worunter habe ich denn den abgelegt? Restmatz, ne? Ja. Ja, einer reicht. Ist halt nur, dass ich, wenn ich da unten jetzt eine Zeit lang bleibe, dass ich da nicht aus Versehen irgendwie ein Problem bekomme. So, wenn ich da unten eine Zeit lang bleibe, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mindestens einen Topf mitnehme. Ich habe gar keine
Naja, okay. Oh, ich glaube nicht, dass ich da lange bleibe. Ich will die Mission machen, mit ein bisschen umgucken, jede Menge Ölschiefer farmen. Habe ich da vielleicht sogar noch was? Da könnte ich ja noch ein bisschen was herstellen, ja. Aber wir stellen noch ein bisschen Sprit her. Dafür brauche ich aber die leeren Fässer. Und die leeren Fässer habe ich wo? Habe ich die leeren Fässer hingeworfen? Ach, da sind sie doch. Die sind noch gar nicht leer, wirklich, ne? Pass mal auf, da werde ich jetzt mal, das kann ich glaube ich im Benzin. So, Benzinkanister. Ein volles Fass wird dann. Habe ich denn gar keine Chance, die hier irgendwie umzufüllen? Ich kann die auch nicht irgendwo hinstellen. Na gut, ich kann das jetzt leer machen. Ich kann die beiden leer machen. Ne? Ich kann die beiden leer machen im Auto. Ne, im Auto wahrscheinlich auch nicht. Weil der noch relativ voll ist. Ne? Aber ich mache es trotzdem. Gut, dann machen wir das Moped auch noch voll, da haben wir alles voll. Und ich habe dann wieder ein leeres Fass, machen wir dich auch noch voll. Einfach nur, was können. Where are you? Wo bist du? Ach da. Ah, und ich habe wieder das Problem. Glaube ich zumindest. Nein, habe ich nicht. Dann war es Einbildung. So, gut, dann machen wir jetzt noch ein Fass voll. Dann haben wir Sprit genug, dann nehmen wir auch wirklich genug mit. Das letzte Mal war es, glaube ich, etwas eng. War ich, weil ich aber auch selbst Steinkohle schuld war, weil ich ja diesen riesen Umwickler gemacht habe, weil ich dachte, ich könnte da irgendwas finden da oben. Ne? So, wenn die beiden jetzt voll sind. Dann haben wir das noch. Und dann würde ich sagen, mit dem Sprit, das reicht aus. Ne? Wir brauchen Holz. Haben wir hier irgendwo noch Holz drin? Nee. Holzverbund. Was haben wir denn da noch? Da haben wir gar nichts mehr. Ich muss mal unbedingt Holz verarbeiten. Ne? Aber nehmen wir den Holzschrott hier. Verheizen wir den erstmal. So, zweimal dauert 40 Sekunden. Das ist ja kein Problem. Gut, dann schauen wir mal, was wir alles mitnehmen. Wir müssen jede Menge zu essen mitnehmen. Das ist schon mal sicher. Je nachdem, wie lange ich da unten bleibe. So, ich denke, damit sind wir erstmal versorgt. Und wir nehmen Mineralwasser mit. Zuckersaft. Können wir denn eigentlich machen mittlerweile? Smoothie. Ein Smoothie können wir machen. Achso, da brauchen wir die Heidelbeeren. Den können wir auch machen. Weil die bringen relativ viel Wasser. So, da haben wir doch. Ah, das kriegen wir doch hin. Und
leere Gläser, aber haben wir auch genug. So, das sind noch 18. Die nehmen wir dann trotz allem mit, oder? Ach was. 23 von denen, das reicht, wenn wir da unten was looten und dann haben wir die Möglichkeit. So, genau, den Kochtopf nehmen wir mit, dass wir unser Fleisch da unten braten können. Im Wüstengebiet gibt es eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Tiere, wie es die hier gibt. Dann nehme ich mal lieber noch ein bisschen Fleisch mit. Boah, wo mein Gewicht hinläuft. Ja. So. Oh, das läuft lang. Ach komm, wir haben noch mal genug dabei. Jetzt sind wir wahrscheinlich furchtbar überladen. Egal, wir gehen jetzt runter. Ich lade alles ins Auto. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Wüste. Ich werde aber die Fahrzeit da teilweise überspringen, ne? Sonst dauert das alles zu lang. So, und da haben wir drei Fass dabei. Das sollte aber doch reichen. Jetzt sind wir gewichtsmäßig zwar schon recht weit fortgeschritten. Hat er den jetzt umgestellt? Nö. Naja, alles gut. Alles gut. Aber das macht nichts. Wir haben noch genug Platz für... Ja, komm, schieb mal alles darüber. Noch genug Platz für anderes Zeugs, ne? 170, was wiegt denn hier so viel? Ah, ich habe hier noch ein Fass. 161. 6, 10, 15, 17, 20, 23, 27, 31, 33, 36, 40 Kilo an Werkzeugen. 50, 52, 53, 56, 57. Zement, was mache ich? Warum habe ich ein Zement dabei? Ja, okay. Der Schrot wiegt recht viel, aber den Zement machen wir weg, den brauchen wir nicht. Nein, 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 nein. Ich muss ja unbedingt mal Leiterverlängerung hinmachen. In den blöden Halbblöcken halt, ne? So, Steinroh. Kommt der Zement rein. Der hat sich da oben reingeschlichen. Da machen wir die Kohle dahin. Jetzt will ich nicht immer ganz ohne Kohle hier rumlaufen müssen. So, wir haben die Waffe dabei, wir haben die dabei und haben die dabei. Haben wir da überall Muni. Wir haben Schrot, das und das. Genau. Der Rest ist okay. Wir haben Werkzeuge, haben wir alle dabei. Und die Flaschen. Die Flaschen habe ich ins Auto geräumt. Okay. Die ganzen Getränke habe ich auch ins Auto geräumt. Okay, verhungern werden wir nicht da unten. Auch können wir uns ein paar Tage aufhalten. Und ein paar Nächte. Ach so, was habe ich noch Heilzeugs dabei? Das habe ich, das habe ich. 14, 7. Und wo sind denn die ganzen Aloes? Ja. Alles klar. So. Wie gesagt, ich werde jetzt pausieren und euch dann wieder reinholen, wenn wir da sind. Wir müssen nämlich hier hin. Da fahren wir hier über das Wüstengebiet, über das Wasteland. Das ist der nächste Weg. Ich weiß nicht, wie weit das Wasteland hier runter geht, aber ich denke schon, dass es noch ein gutes Stück hier runter geht. Obwohl ja hier wieder Wüste anfängt, ne? Aber das könnten wir ja mal kurz erkunden.
ob das hier vielleicht schon hier runter weitergeht, hier rüber. Dann kann man nämlich diese Ecke sparen. So, das bedeutet, wo sind wir denn? Mal, ich setze mir erstmal hier einen Punkt hin, damit ich den Weg finde. Da ist er. Genau. So, das werden wir erstmal versuchen. Und wie gesagt, ich blende mich mal kurz aus und gleich bin immer gleich wieder da. So, da ist er wieder. Und wir sind angekommen im Wüstengebiet. Und dieses Gebäude hier habe ich jetzt eben geschlossen. Und ich muss unbedingt Klamotten finden. Völlig überhitzt. Dieses Gebäude wird unsere Zwischenbase hier. So, achso, stopp. So, wir nehmen erstmal an. Da ist nichts drin, schade. Genau, in diesem Gebäude werden wir unsere Zwischenlager hier aufmachen. Deshalb brauche ich auch nur Mats mitzunehmen, die... Ich nehme erstmal gar keine mit. Ich werde das Gebäude jetzt säubern. Und dann müssen wir Mats sammeln, um ein paar Kisten zu bauen und Zeugs. Weil hier der Innenhof, der ist ja schon vorgegeben hier. Ach du lieber Gott, Durst und Hunger. Und überhitzt. Ja, die Schürfwunde hat mir ein Geier zugezogen durchs Autodach. Das ist also. Das hat mir durchs Autodach ins Knie gepiekt. Sonst andere Futter habe ich im Auto, hoffe ich zumindest. So. Ja, die Fahrt war anstrengend. Gut, jetzt machen wir das Gebäude erstmal clean und dann gucken wir, dass wir hier irgendwas draus machen. Das heißt, ich muss erstmal den Eingang finden. Das Gebäude hier gefällt mir auf jeden Fall. Ah, da geht's hoch. Ach, da geht's hoch. Guck an. Machen wir hier mal zu. Weißt du was, dann machen wir hier mal als allererstes unser erstes Lager hin. Die nehme ich mit, die auch. Das Fleisch kann hier bleiben. So, die kommt wieder runter. Und was haben wir denn hier drin, was wir nicht brauchen? Ich hätte das Wasser gerne noch gesichert, dass sich das nicht aus Versehen hier... So, prima. Ja, neue Gegend, Wüstengebiet. Mal gucken. Ich habe so das Gefühl, als wenn ich hier ein wenig bleiben möchte. Die Stadt hier ist relativ groß, wie es aussieht. Noch gar nicht weit bis zu unserer ehemaligen Base im Grünen. Wofür auch immer. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch haben. Ne, da haben wir alles weggeräumt. Ne? Da ist nichts mehr. Aber das Gebäude hier gefällt mir so gut. Es steht auf Pfeilern. Das würde ich doch behaupten, ist super. So, das ist glaube ich ein Dreier, ne? Oder ist ein Vierer? Weiß es gar nicht mehr. Wie auch immer. Es ist mit Zombies bewachsen. So, den Händler hier habe ich ja auch schon gefunden. Ich werde hier auch jetzt gar nicht großartig looten. Ja, die Bäumchen hier, die müssen wir eventuell wegräumen. Weil das ist nämlich ganz schön schwierig hier. Zu sehen, ne? Ich steigen, damit der mich trifft, ne? Ja, die sind wieder alle draußen. Ich auch mal, sieht sich kein... Ja, bei den Bäumen hier ist natürlich jetzt so eine Sache. Welche Bäume sind das denn? Das ist, das ist nur einer eigentlich, ne? Mal gucken, ob ich den... Bin ich noch drin, ne? So gut wie noch gerade so, ne? Jetzt haben wir den schon mal weg.
Und das bedeutet aber auch alles hier rein. So. Das hier war erstmal mein. Ja, also ich glaube, das hier wird ein Gebäude, das wir uns. Das würde ich nutzen. Ja, so, jetzt sieht man hier mal wenigstens zumindest was, ne? Okay, die Anzahl der Zombies ist. Also der Wanderzombies habe ich erhöht, habe ich schon gesagt, ne? Und jetzt gucken wir erstmal. Das Gebäude hier kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal bei einem YouTuber gesehen. Aber ich selbst war hier noch nicht drin, ne? Boah, ich glaube, das ist ein richtig gutes Gebäude. Boah. Pass auf, bevor das hier jetzt ausartet. Hier, muss ich mal kurz gucken. Oh, Vierer. Das ist ein Vierer-Gebäude. Okay. Das gefällt mir. Eigentlich viel zu groß, aber. Wen juckt's? Oh, ich bin so blöd. Aber ich bin noch drin im Gebiet, ja. Wo bist du denn? Ich höre dich. Ach, da oben bist du. Aber ich würde sagen, ich fräne mich jetzt hier hoch. Ich habe jetzt keine Lust, wieder außen rum zu laufen. Beziehungsweise leitere ich mich hoch. So, die Leiter kann man doch bestimmt hier irgendwo hinhängen, ne? Sollte ich eigentlich rankommen? Komm ran, aber ich komme nicht hoch. Okay. Wie ist denn das hier gemeint überhaupt? Nur mal so für mich. Es geht da hinten weiter, ne? Hier ist das Licht an, ja. Hier ist das schon in den Weg gestellt. Gut. Machen wir alles hier rein. Hier ist der Kühlschrank. Und dann habe ich ihn zerlegt. So, also, wir machen jetzt die Mission und dann wird man das Haus hier. Ich werde immer noch ganz schön oft getroffen. Warum? Weil das kann. Okay, so. Hier noch ein Balkon. Mal gucken. Noch ist nichts passiert. Aber mir gefällt's. Mir gefällt der Laden. Lassen wir erstmal alles. Oh, da habe ich jetzt eigentlich Bock drauf, das Gebäude hier jetzt so in die. Ach, Treppenhaus. Bitte mal besser. Könnte ich ja hingehen, damit die nicht immer hier hochkommen, könnte ich hier die Treppe weghauen und später da irgendwie irgendwas.
konstruieren. Wie stabil ist die? Geht eigentlich, ne? Aber ich muss wahrscheinlich zwei weghauen. Ja, mache ich aber jetzt. Die Arbeit mache ich mir jetzt. Das bleibt ja auch dann für später. Das ist, glaube ich, der oder wahrscheinlich der einzige Weg, der hier hochführt. Also ich kenne das Gebäude jetzt wieder. Ich weiß von einem guten Boucher, der ist ja allgemein bekannt. Der hat das Gebäude hier genutzt. Aber ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich noch mehr wegmachen. Warte mal, die können doch da. Ah doch, die können hier hoch, ne? Ist nur eine Stufe. Okay, dann nehmen wir uns die Zeit jetzt. So, war eine kurze Unterbrechung. Damit das nicht alles so ewig dauert hier, ne? So, ich kann ja zwei Stufen hoch. Die Zombies können das nicht, außer sie stapeln sich. Brauche ich ja nicht mal eine Leiter. Also, dieser Skill. Dass man zwei Stufen hochspringen kann. Ist schon mal gut. 18 Uhr. Ja, sollten wir uns dann doch nicht mehr so lange hier aufhalten. Ist natürlich jetzt so eine Sache. Ich fange ja dann hier fast schon wieder von vorne an. Ne? Bin ich ja nicht so ganz glücklich drüber. Säubern und Dingens, ne? Aber wenn hier verriegelt ist, dann gehen wir da später rein. Oh, hier kann man doch richtig alles gut einrichten. Parade Küche. Wird immer schöner. Guck mal, hier ist ja schon die Küche fertig vorbereitet. Da könnte man anständige Schränke hinbauen. Boah, das mache ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Mission in der Folge hier noch fertig bekommen. Hier bin ich hergekommen. Laufe ich hier jetzt richtig? Ich bin hier nicht sicher. Ne? Die machen wir hier mit dem Weg frei. Und jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Danke euch dafür. Also für mich persönlich ist das eher ein neues Gebäude. Ich kenne es tatsächlich nicht. Das ist ein Soundtrack, das hört sich an wie. Oh, ist das hier oben? Ein Hund, der knurrt. Warum muss das hier irgendwo sein? Ne? Oh. Schon bin ich vergiftet. Verdammt. Muss ich mal kurz hier hin. Oh, gesäubert habe ich schon. Das ist ja fein. Ach hier.
All gut, die Mission haben wir. Super, super, super. So, hier oben wäre dann natürlich als Dachgarten. Absolut genial, ne? Treppenhaus müsste ich dann reparieren, ne? Aber wo seid ihr denn? Treppenhaus müsste ich reparieren. Kann ich da hinspringen, ohne zu sterben? So. Ja, super. Wir haben jetzt Zeit, um das hier jetzt vernünftig auszubauen. Ich bin hier in der Falle, wenn hier was passiert. Ne? Also, machen wir das mal für anders. Wir haben da hier irgendwo einen Balkon gehabt. Hier hoch kommen wir eh nicht. Hier ist der Balkon. So, wo sind denn die? ...362 Muni oder 23 Muni? 238, okay. Da hoch können sie normalerweise nur, wenn sie sich hochstapeln. Nur so nicht an sie ran. Also müsste ich sie dann doch hineinbitten. Ich weiß nicht, ob mir das möglicherweise sind doch zu viele. Das ist eine riesen Wanderhorde ist, die ich jetzt habe. Geld habe ich ja eingesteckt. Das heißt, ich werde dann auch hier trotz allem ein paar Missionen durchziehen wollen. Ne? Und ich spare natürlich. Ja. Ist natürlich auch schwierig. Die Tür haben sie eingeballert. Och nö. Nee. Wirklich. Entschuldigung. Gut, aber das Gebäude ist gut. Groß, aber gut. Bedeutet aber auch, dass wir müssen sehr viel farmen, sehr viel tun hier. Mission abgeben kann ich jetzt eh nicht, 5 Kilometer ist mir sehr weit. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt, wo mehr los ist. Also ich bin vergiftet, ich müsste mal was nehmen. Ne? Also den Eindruck habe ich, dass hier mehr los ist. Schneegebiet. Deshalb ist das hier vielleicht. Das drittstärkste Gebiet vom Wasteland. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn der Hund? Du bist kein Hund. So, ja. Ich werde dann jetzt in die nächste Folge switchen. Ach, das ist ein Hirsch. Ich denke, was ist das für ein komischer Hund? Okay, gut. Lass die mal hier unten jetzt wuseln. Ich werde jetzt mal so langsam aber sicher hier anfangen, die Bude hier einzurichten. Ich habe zum Glück genug zu essen und zu trinken mitgenommen.
Aber ich habe aber auch die Möglichkeit, was zu kochen. Ne? Müssen wir hier irgendwann anständige Türen reinbauen, aber dafür müssen wir erstmal Werkbänke bauen. Das wird natürlich. Konnte ich ja nicht ahnen, sonst hätte ich was mitgenommen. Ne? So. Ja, hier machen wir auf jeden Fall auf. Damit ich hier kann durch. Ach, guck mal hier, herrlich. Ist es da noch ein Stock oben drüber? Ne, da oben ist Dach, ne? Ja. Gut. Das heißt, ich werde jetzt das Haus erstmal so weit cleanen, dass ich so viel mal zusammenbekomme, dass ich schon mal eine Kiste bauen. Eine anständige. Hier muss ich jetzt mal gucken. Nee, ist alles noch viel zu früh. Muss jetzt erst hier aufräumen. Das heißt, ich brauche Nägel und ich brauche Bretter. Habe ich natürlich nichts mitgenommen. Aber davon muss ich hier die Kisten erstmal aufräumen und gucken, ob da irgendwo Zeugs drin ist, was ich brauchen kann. Ich mache die aber trotzdem kaputt. Nägel haben wir schon 24. Und da muss ich gucken, wie ich das mit dem Lager mache, weil ich will da jetzt nicht wahllos aber ich räume jetzt möglichst viel auf hier und gucke dann später, wie wir das machen. Aber das hier ist die Location für hier unten. Nochmal Nägel, super. Bretter, dann können wir schon anfangen. Ich brauche nur einen Ort und ich brauche eine Logistik, sonst brauche ich hier nicht anfangen. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge, habe ich doch gesagt. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken, euer Opa Gamer. Ciao.